Revelio. Ich frage mich das, was so... Dein Ernst? Ich habe das doch probiert. Von der anderen Seite. Türklopfer von Ravenclaw. Um in den Ravenclaw-Gemeinschaftsraum zu gelangen, muss man mit Hilfe von Logik und Verstand ein recht esoterisches Rätsel lösen, das der Türklopfer in Adlerform stellt. Also ich glaube, ein paar weniger Treppen hätten es auch getan. Wie ineffizient eigentlich, oder? Also sieht natürlich wunderschön aus, alles. Revelio. Dieses Bling-Bling, das macht mich immer irgendwie stutzig. Ob sich da nicht irgendwas verbirgt. Was macht denn der mit seinem Zauberstab, Junge? Was ist los mit dir? Guck mal, klar auf dein Leben, Alter. Lass dir den. Was? Du verteidigst neu. Warum hört der immer auf zu reden? Sind überall so komische Kisten angezeigt. Okay, also jetzt die Hauptstory geht weiter. Jetzt wieder Konzentration. Oh, hier oben waren wir noch gar nicht. Da war doch immer verschlossen. Revelio. Ne, jeder Globus muss einmal gedreht werden. Die Aufgabe haben wir. Hellbraune Schlafmütze. Oha, 25. Ja, es sieht witzig aus. Die Musik in Figgs Büro ist immer so gruselig. Echt? Muss ich gleich mal gucken. Oder darauf achten. Wir lassen mal momentan noch keinen. Doch ausgewählt habe ich's. Was ist denn hier? Wo haben wir den neuen Griff her? Hä? Sieht zwar komisch aus, wir behalten mal den da. Oder hat der... Ne, der hat keine Werte. Aber ich habe bei mir die Musik viel lauter und musste gerade richtig hochdrehen. Soll ich bei mir die Musik auch ein bisschen lauter machen? Im Vergleich zu der Stimme. Oder ist es so okay für den Stream? Musst du nicht. Ja, aber könnte ich, oder? Also würde es besser machen oder eher schlechter wahrscheinlich? Ich rede ja nicht, wenn ich alleine spiele. Ja, das ist der Unterschied, denke ich mal. Vorsicht bitte. Wobei die Soundeffekte, glaube ich, schon relativ laut sind. Kommt drauf an, worauf man Wert legt. Natürlich auf das Gesagte. Hat er gerade Vorsicht bitte gesagt, nachdem ich alles in Schutt und Asche gelegt habe? Aber wir könnten mal was probieren. Ich glaube, die Soundeffekte sind relativ laut. Ich könnte die Musik mal auf... Ich mache die mal auf 50 und die Soundeffekte mal auf 30. Und dann können wir mal schauen, wie es rüberkommt. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach.
Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Mm. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Das Geheimnis des Medaillons. Ich frage mich gerade, wie sah dieses Medaillon eigentlich nochmal aus, was wir da gefunden hatten? Ich glaube nicht, dass das jetzt geht. Vielleicht was? Später. Was, wie? Das? Was meint ihr mit das? Für die Aktivierung von Aufträgen? Okay. Okay, ich würde ganz kurz mal auf die Toilette entschwinden und dann sind wir sofort wieder da. Bis gleich. 5 Minuten Pause. Und zwar genau jetzt. Bis gleich. Ja.
So, mitten im Lied unterbrochen, egal. Ich habe gerade ein Riesenstück Schokolade in meinen Mund genommen. Das muss ich jetzt erst noch runterschlucken und voll fertig kauen. Interessanterweise hat das Spiel irgendwelche komischen Moves gemacht, während ich in den Back-Soon-Screen gegangen bin. Also scheinbar irgendwelche Tastenkürzel, die hier getriggert wurden. Sag mal, was ist das denn hier? Kurz nochmal zum Nachspielen. Professor Fig. Als wären meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten. Ach, es geht um uns. Eine Sekunde. Verschluckt auch noch beim Spülen. Professor Weasley besteht darauf, dass ein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmling an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe... Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nigelus Black, Schulleiter. Der recht unerfreulichen Aufgabe. Wir wissen immer noch nicht, warum wir eigentlich erst in der 5. Klasse hierher kommen. Vor allem, wenn das Ministerium ihn betraut hat. Eventuell wusste das Ministerium schon irgendwas von unseren Fähigkeiten. Wobei wir ja selber noch gar nichts davon wussten. Aber vielleicht gab es mit unseren Eltern schon irgendeine Vorgeschichte oder... Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir das noch erfahren werden. Sag mal, geht's hier nicht nach hinten irgendwie? Revelio. Okay. Also, wir müssen zu Professor Hackert. Warte mal, diese Truhe da? Ach, shit. Ich probier's immer mal wieder. Was haben Sie jetzt vor? Wir wissen noch nicht, ob es hier Fallschaden gibt oder nicht. Ey, ey, oh! Wir müssen denen eigentlich nur folgen, oder? Boah, shit, warte mal kurz auf mich. Oh. Hehe. Okay, wir müssen gute Reaktionen unter Beweis stellen. Wunderbar. Ein Meisterwerk. Gut, wir müssen ja jedes Mal die Hausmarken wieder einsetzen. Glaube ich. Nachdem wir jetzt brauchen wir noch 14, glaube ich. Hätte wieder hochgemusst, offensichtlich. Da oben ist noch irgendeine Truhe versteckt. Ich weiß aber nicht, wie wir da rankommen. Hey, Professor Hackert. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Sind Sie sich da ganz sicher? Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut, Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Also sie bewilligt es sozusagen, dass wir bei der verbotenen Vereinigung hier
Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Also gut, wo müssen wir denn da hin? Ich laufe da nochmal hin, weil wir werden ja unterwegs immer mal wieder diese, wie sind die nochmal, die nicht dilettantischen, die diadelischen Schlüssel sehen. Und wenn wir die ganze Zeit teleportieren, dann verpassen wir das natürlich. Zeig mal dein Können und tritt gleich im Duell alleine an. ich weiß nicht, muss ich da vorher noch jemanden aktivieren? Aber stimmt, ja, man kann ja eigentlich zu zweit die Dinger machen. Hast du das denn alleine gemacht, hm? Wenn man hier schon so große Töne spuckt? Revelio. Ich hab's immer alleine gemacht. Ach komm, jetzt laber nicht. Auch auf Stufe schwer? Spielst du auf Stufe schwer? Ey, was ist denn mit dem Argyllshire? Ich glaube, das ist die Region hier. Schwör, ja? Okay. Accio. Levioso. Reparo. Lumos. Accio. Okay, wir können es noch nicht machen. Wahrscheinlich die Karte abfackeln gleich mit Incendio, wenn wir es können. Boah, wie cool, ey. Ich hoffe mal... Oh ja, da führt ein Weg hoch. Wir werden da irgendwann mal noch hinkommen können, zu diesem Turm. Ich frage mich, ob wir auch zu den Quidditch kommen können, auch wenn Quidditch dieses Jahr nicht erlaubt ist. Revelio. Dank diesem tollen Schulleiter. Bereit für die nächste Runde? Denke schon. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. Müssen wir gegen die beiden jetzt kämpfen? Oder sind es unsere Verbündeten, die uns halt zusätzlich anschließen können? Sag mal, wie random ist diese Tür? Oder wie unnötig ist diese Tür? Aber das Spiel hat ja irgendwie ein Faible dafür, zwei Türen direkt nebeneinander zu machen. Aber das Finale habe ich tatsächlich erst beim dritten Anlauf geschafft. Das Finale, wie weit bist du eigentlich schon? Na gut, jetzt kann ich mir die Blöße nicht geben, es nicht alleine zu probieren, oder? Es klingt vielleicht albern, aber ich kann den Spruch nicht. Welchen Spruch? Ich weiß nicht, warum ich hier schon wieder alles zerstöre. Habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Okay. Na dann... Achso, mit denen kann ich jetzt nicht mehr sprechen. Okay. Wäre cool, wenn es unsere Gegner wären, aber ich glaube, es sind die... Oh, die Verbündeten eigentlich, die möglichen. Kann ich mit der Puppe üben? Nein. Üben. Hallo, Luke. Tja. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Puh. Trittst du mit einem Partner an? Also gut, ich probier's. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Allein ist man nicht so limitiert. Okay, das ist einfach nur... Was, zu dritt? Moment, warte mal, wie? Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern wie dem Aufrufezauber Accio. Zielanvisierung erlaubt es dir Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Nutze links, rechts, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Ja, wird immer einer mehr von Mal zu Mal. Und du bist schon beim Finale. Okay. Protego, Stupro, Repar. Na, ah, nicht Reparo! Stupro, Accio. Stupro. Hey, was? Wie? Was? Was? Die können mich auch. Was? Protego. Oh, Junge. Ich bin für so Quicktime-Dinger gar nicht gemacht. Accio.
Das war's mit meiner Wette. Protego! Stufe! Akio! Stufe! Protego! Stufe! Hey, ich hab doch gerade Protego gemacht. Akio! Stufe! Stufe! Protego! Hey, was muss ich da? Ach, Levioso ist es. Okay. So sehen Sieger aus. Stufe, Protego. Levioso. Stufe. Nur nicht zurückschrecken. Stufe. Levioso. Stufe. Akio. Levioso. Stufe. Protego. Stufe. Levioso. Akio. Hä? Stufe. Protego. Levioso. Stufe. Akio. Sag mal, das ist ja easy as fuck. Levioso. Ich bin zwar fast tot. Aber ich nehme jetzt keinen Heiltrank. Spinn ich. Starke Treffer in dieser Runde. Bravo! Wo ist der nächste ich Gegner? Ich habe mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen nur Lampenflaschen Beste. 50%. Aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen. Oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay, was ist mit denen los gewesen? Um alle Koboldsteine, was? Ja, cool, easy. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Luke und Brad Levy durchführen. In Zauberkombinationen? Was? Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Oh nein, jetzt haben wir die echt gedemütigt, weil wir alleine gegen die angetreten sind. Wo ist denn der andere Typ hin? Wo geht's denn hier eigentlich lang? Hä? Hier waren wir noch gar nicht. Revelio. Okay, da ist so eine Schriftrolle. Brunnen der vier Tierwesen. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif, für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Das ist der Testral. Hippogreif. Das ist die Chimäre, glaube ich. Und was ist das? Die letzte habe ich vergessen. Ah, da komme ich nicht runter, gell? Nee. Schade, Schokolade. Gut, den anderen weiß ich nicht, wo der jetzt rumhängt. Vielleicht da irgendwo? Der wird ja irgendwo noch sein müssen. Ah ja, hier ist er. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Junge, der klingt ja wie ein Erstklässler. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Es kann halt nur einen Gewinner geben. Aber stimmt, wenn man alleine antritt, dann muss ich mir mit Nati die Belohnung nicht teilen. Oh. Akio. Also geht's dann auch extrem weit hoch. Kommt man da irgendwie hoch? Ich weiß nicht, ob da eine Tür ist irgendwo. Die Musik hier ist auch krass in dem Glockenturm. Auch so unheilvoll. Oder hallo, Luke. Mysteriös. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Was? Kombination? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Was? Also Akio. Akio. Das ist aber keine Kombinationenfolge, die besonders stark ist, oder? Levioso. Na gut, ist ja eigentlich nur, um die Zauber zu durchbrechen.
Levioso. Akio. Ah, okay, man kann... Sehr gut gemacht. Man kann die auch kombinieren? Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Hä, was? Wie sinnlos ist das die Aussage denn? So ein Dummy verteidigt Aufgabe sich ja gar nicht. Erledigt. Level 13. Und wir können jetzt dieses eine Rüstungsteil anziehen. Beim vierten Basiszauber beendest du immer die Combo. Das ist die Quintessenz aus der Übung. Okay, das heißt immer drei Basiszauber machen und dann wieder Akio, oder? Dass man dauerhaft angreifen kann. Wobei, wenn man mehrere Gegner hat, wird es ja schwierig, weil die anderen ja dann einen immer angreifen und man muss ja dann Protego machen. Was war's denn? War's die Kopfbedeckung, die wir jetzt anziehen konnten? Genau. Feengrüner Hexerhut. Gucken wir hier nochmal die Sachen an, die hier immer so mit Ausrufezeichen gezeigt werden. Wo haben wir denn den her? Ein beeindruckendes, geringeltes Stildesign in Violett. Keine Ahnung. Ich finde die Hüte alle so hässlich. Ich habe bisher noch nie einen sichtbar gelassen bei mir. Ja, ich auch nicht. Ich weiß nicht. Vor allem die bedecken halt die Frisur. Die daedalischen Schüssel. Die werden wir so nebenbei machen können. Die können wir ja gar nicht aktiv verfolgen. Oder warte mal, wird der mir angezeigt? Ich glaube nicht. Die daedalischen Schlüssel. Auftrag verfolgen. Nee. Wird nichts angezeigt. Also, dann Aufträge, Professor Hackerts Aufgabe. Und dann können wir eigentlich Incendio lernen. Da porte ich mich jetzt mal hin, weil wir ja quasi den gleichen Weg jetzt wieder zurücklaufen. Da wird ja jetzt nichts passiert sein in der Zwischenzeit unterwegs. Und dann schnell wegrennen, dass diese komische Flohflammenfrau uns nicht wieder die Ohren voll labert. Nein. Wie schön, Sie zu sehen. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte Sie unterbringen und dass Sie erfolgreich in Ihren Bemühungen waren. Na, selbstverständlich. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es ich wäre setz alles mir lieb, die Lektion Brand. Ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Mhm. Aber jetzt wird gezündelt, ganz genau. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Oh nein. Hat gerade die volle Stunde geschlagen. Oha. Oh nein. Ich will mich gar nicht spoilern lassen, was wir uns noch alles lernen. Aber irgendwie auch doch. Arresto Momentum verlangsamt Objekte als auch Gegner. Glacius friert Gegner ein. Transformation. Ich kann Gegner in ein Fass verwandeln. Spoiler. Soll ich es nicht zeigen? Aber eigentlich wird es ja hier schon gezeigt. Also es ist ja gar kein Spoiler.
Wenn du es nicht hören willst, ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ja, dann mach kurz auf Mute. Ich gebe dir dann so ein Zeichen. Wobei, nee, dann siehst du siehst es ja. Aber ich will mir die trotzdem kurz mal angucken. Ich guck mir die jetzt an. Komm einfach in 2 Minuten wieder, wenn du es nicht sehen willst. Depulso. Wird viele Arten von Objekten und Gegnern mit beachtlicher Kraft ab. Ich mach die stumme Tab raus. Ja, okay, dann mach das. Descendo. Verursacht keinen direkten Schaden. Objekte und Gegner erleiden erheblichen Aufprallschaden. Flipendo. Wirft Objekte und Gegner nach oben und hinten. Confringo. Ein Blitz mit großer Reichweite, der Schaden verursacht, wenn er trifft. Defindo. Ein Hieb zu. Expelliarmus. Oh ja, das können wir lernen. Geil. Zauberstäbe und Waffen aus der Hand reißen. Mega. Dann sind die eigentlich echt machtlos, oder? Bombarda. Schweren Schaden. Führt zu einer Explosion. Vom Incendio. Geringe Reichweite. Muss sich nahe im Ziel befinden. Erheblichen Schaden und zündet bestimmte Objekte an. Erleiden für eine Sekunde weiteren Schaden. Zusammenstöße zu Brandausbrüchen. Okay, krass. Desillusionierung. Lässt dich mit deiner Umgebung eins werden. Oha. Oh. Lumas, das haben wir schon. Reparo, Wingardium Leviosa. Oha, wir haben tatsächlich Leviosa plus Wingardium Leviosa. Beschwörungszauber. Änderungszauber. Evanesco. Avada Kedavra. Crucio. Grimsi, vor Schmerz Imperio zum Gegner früh gehört an deiner Seite zu kämpfen. Oha. Krass, wie viele Möglichkeiten. Also, Basiszauber, Revelio. Ach, das sind die grundlegenden. Protego, okay. Stupor. Alte Magiewurf. Beschwört spezielle Umgebungsobjekte herbei und wirft sie dann auf den anvisierten Gegner. Besonders nützlich, um Schildzauber zu durchbrechen. Wirke mit Y, wenn diese Aufrufe über ein Objekt erscheinen. Alte Magie. Wenn mindestens eine Leiste deiner alte Magie-Anzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alte Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Zaubere mit X, wenn du den Hinweis über dem Kopf eines Gegners siehst. Alohomora? Gewährt den Zugang zu einer Vielzahl von verschlossenen Räumen und behält in der ganzen Welt. Mit magischen können Erfolge ausgeführt werden. Okay. Und hier noch Petrificus Totalus. Mächtig genug, um die meisten Gegner darauf zu blockieren. Gefährliche Gegner hingegen erleiden nur wenig Schaden. Okay, krass. Dass wir es alles schon sehen. Ja, aber welche... Was sollen wir denn rausschmeißen? Eigentlich Reparo, weil Reparo braucht man jetzt nie im Affekt. Reparo sieht man im Vorfeld schon. Deswegen quasi so. Kann ich auch was hier hinsetzen? Nee. Schade. Warum kann ich nur 4 Zauber wirken? Okay. So, jetzt bin ich voll dabei. Ist für mich jetzt auch viel angenehmer, dich zu gucken, wenn ich schon so weit gespielt habe. Wie meinst du voll dabei? Hä? Also, weil du dich von mir nicht mehr spoilern lassen kannst. So rum, oder? Ach so, fertig mit Lernen. Ah, okay, ich verstehe. Kehre zurück zu Befreundung Fick. Muss ich jetzt nicht erstmal Incendio... Incendio, sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ach cool, ist auf Cooldown. Und ja, keine Spoiler. Bis auf die Zaubersprüche. Dinge in Brand zu setzen ist recht kathartisch, nicht wahr? Kathartisch? Was heißt das denn? Kann ich auch so ein Buchstapel? Oh. Gut, sieht irgendwie nicht so krass aus.
Vor allem sind die einfach verkokelt, hä? Ach ja, ich muss da nahe genug dran sein. Okay, gewisse Dinge kann man einfach nicht Incendio. Wirklich in Brand setzen. War irgendwie. Warum kann ich denn den Buchstaben hier nicht in Band setzen? Diese Dummy ist echt gruselig.